Schönen guten Tag, ich bin's wieder, der Kevin Gupperknosp, beziehungsweise Kilt Karis. Der ein oder andere kennt mich vielleicht. Ich spiele hier Wizard 101. ja, hier, klar, ne? Dass sich der ein oder andere wieder beklagt hier bei meinem Aussehen, gemeckert und irgendwas sieht voll scheiße aus. So. Mir gefällt's, ich finde, der sieht cool aus. So, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich höre mich ein bisschen komisch an im Moment. Ich bin eigentlich nicht mehr erkältet, aber ich bin gerade erst aufgestanden. Huch! Hä? Direkt mal voll in den Kampf. Oh, Moment mal, ich wollte doch jetzt noch ein bisschen was erzählen. Na gut, dann müssen wir es halt machen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich nehme, es sind noch Ferien. Ich nehme direkt wieder am frühen Morgen auf. Boah, sorry. Aber dass ich mich jetzt gerade so verschlafen anhöre, damit er die jetzt nicht gewächelt. Naja, es geht vorbei. Ja, diese Folge hier ist jetzt am Sonntag rausgekommen. Sonntag 18 Uhr, die Gamescom geht noch, ich glaube, 2 Stunden. War die alle schön da? Nein, viele von euch waren nicht da. Ja, ich wollte eigentlich einen Vlog machen von der Gamescom. Und mich mit Daniel treffen. Daniel ist leider kurzfristig erkrankt und dann hatte ich auch irgendwie keinen Bock mehr einen Vlog zu machen. Das ist mir dann alles, hat mir dann alles nicht mehr so gepasst. Sucht einfach nach Gamescom 2015 oder guckt auf der Seite von gameplane.de, da bin ich zwar nicht zu sehen, aber naja, kriegt den Eindruck von der Gamescom, ist halt so wie jedes Jahr. Ich war bis jetzt auf jeder Gamescom seit 2009. Seit 2009 gibt es sie ja. Davor war die in Leipzig. Da war ich noch durch nicht. Ich war noch mal in Köln, weil ich auch hier in der Nähe wohne. Und tja, war halt voll. Also ich war am Mittwoch da. Das ist der Fachbesuchertag, wo man als Presse oder als YouTuber, wie auch immer, hin kann. Gibt halt Möglichkeiten, da auch hinzukommen. Das ist deutlich cooler, Leute. Boah, das ist so viel cooler. Es ist zwar immer noch viel, aber nicht so viel. Das ist wirklich Hammer am Donnerstag gewesen. Ja, ich habe Gronkh getroffen, ich habe Sarazar getroffen, ich habe David Hein und Fabian Sigismund getroffen. Das war schon cool, habe ich mich echt gefreut. Vor allem Gronkh habe ich so im Vorbeilaufen getroffen. Ne? Der hatte davor eine Autogramm-Session, nachdem er auf der YouTube-Bühne war. Total fertig. Der hat 4 Stunden irgendwie Autogramme gegeben, Fotos gemacht und so weiter. Und der war eigentlich ziemlich durch. Und dann stand er da. Und ich war gerade so voll mich am Abhetzen, weil ich eigentlich auf dem Weg zum Zug war. Und dachte, boah, keine Zeit mehr für Komplikation, keine Ahnung, für irgendwas, was sich mir in den Weg stellt. Und ja, dann war das eine Meute an Menschen, die abgehalten wurde von so Sicherheitskräften. Und ich dachte, was machen die denn da? Und davor turnen zwei rum. So komische Hyopais. Da waren das der Gronkh und der Sarazar. Und ich konnte mal so ganz locker lässig von hinten an die dran gehen. Und sagen, hey, Foto, oder was? Und die hatten eigentlich gar keine Zeit, ne? Aber wir haben es trotzdem gemacht. Sehr nett. Ich hätte natürlich gerne ein bisschen Schwätzchen mit denen gehalten, aber weder Gronkh noch ich hatten Zeit. Naja, aber ich denke, einem der nächsten Treffen, Gamescom, wie auch immer, wird das bestimmt mal zustande kommen oder so. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. So, bin mal gespannt überhaupt, als was ich nächstes Jahr auf die Gamescom gehe. Als Gamescom, als Gameplay. Oh, als Gameplay-Redakteur. Verdammt, wo sind denn jetzt diese Blumen hier? Als Gameplay-Redakteur. Das sehen wir dann. Oder nur als YouTuber. Und wann und wie überhaupt. Denn es ist an den Nicht-Fachbesuchertag echt super stressig. Und ich war auch am Alliance-Stand, da hättet ihr mich treffen können.
Ja, Alliance ist mein Netzwerk, wo ich drin bin. Und wir haben da diese Let's Play Meets Gamescom Bühne, da hätte ich auftreten können. Aber ich hatte keinen Bock. Und daneben ist so eine Alliance Lounge, Let's Play Lounge, da kann man dann so abhängen. Dann sind dann da so Leute wie Pete's Meat und eventuell auch mal Dalukat oder Le Cooper. Die ganzen Leute, die mit im Netzwerk sind, kann man herausfinden, wer das ist. Nummer 2. Und da war ich halt auch, hab mich da mit jemandem... Naja, da wollte ich mich mit dem Daniel treffen, der leider nicht gekommen ist. Und na, da habe ich da ein bisschen abgehangen. Aber leider war niemand da, den ich hätte treffen können. Schade. Naja. Auf jeden Fall... Ja. Keine Ahnung. Weiß jetzt gar nicht, was ich sagen will. Bin, glaube ich, noch ein bisschen müde. Ich spreche jetzt erstmal mit Königin Elissa. Und dann gucken wir mal weiter. Das hast du sehr gut gemacht. Ich werde aus dem Pfeffer und den Tagblumen nun verzauberte Blüten herstellen. Gib die verzauberten Blüten in das Wasser beider Quellen, um es zu reinigen. Tauche dann in beide Becken ein und wasche dich. Ich will mich nicht waschen. Ist die frech, oder? Brr, ist das kalt. Aber dein Geist ist jetzt erfrischt. Sehr sogar. Ganz schön heiß. Aber du spürst, wie Wasser und Hitze deinen Körper reinigen. Wasser und Hitze. Das ist das erste Mal, dass der Kevin sich in dieser ganzen Zeit jetzt gewaschen hat. Ne? Wir sind zwar über 7... Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen ich jetzt habe. Über 750 Folgen... Und der Kevin hat sich noch nie gewaschen. Der müsste ja eigentlich schon bei Betreten einer neuen Welt von den Feinden gerochen werden. Ah, und schon siehst du vitaler, wacher und Dreckspatz, oder? Wir müssen die Geister der Trommlergruppe beschwören. Sie werden uns dabei helfen, den Weg frei zu machen und uns stärken für die bevorstehenden Kämpfe mit den dunklen Schergen Morgantes. Sammle Blutlilien auf dem Friedhof und lege sie auf die Glut in den Kohlenbecken. 1, 2. Das ist ja jetzt nicht so schwer, ne? Muss nur gucken, dass ich hier nicht wieder in einen random Kampf reinkomme. So, ab heute, wir haben Sonntag, ne? Theoretisch müsste ab heute wieder jeden Tag eine Folge Wizard 101 kommen. Ich hoffe, es klappt. Und wenn nicht, dann liegt es an Gründen. Ja, es ist auch die letzte Folge. Nein, Quatsch, die letzte Aufnahmesession vor dem Juwelen-Update, das dann in Deutschland jetzt kommt. Es kommt am Mittwoch. Dann werden die Server geschlossen, wie immer. Man kennt das ja relativ, also morgens dann. Und dann bekommen wir das Juwelen-Update mit vielen Neuerungen. Juwelen, die man auf seine Ausrüstung machen kann, um bestimmte Attribute zu verstärken. Paar neue Quests. Man kann dann auch in Lava angeln. Ach, ich habe es eben gestern noch gelesen, was das alles ist. Ich habe es jetzt nicht gemerkt. Wir werden es ja dann sehen, ne? Ich hänge wahrscheinlich wieder hinterher, weil ich eigentlich vorhabe, jetzt ein bisschen im Voraus aufzunehmen. Mal gucken, wann dann hier die erste Juwelen-Update-Folge kommt. Ihr werdet es ja dann sehen. Wir werden ein Ritual durchführen. Sammle Blutlilien und verbrenne sie auf den Kohlenbecken. Das ist voll die Esoterik-Tante, ja. Was soll ich machen hier immer? Mich waschen, Sachen im Kohlebecken verbrennen. Soll mal wieder klarkommen mit ihrem Leben. Lege die glühenden Kohlen auf das Steinpodest, um die Trommler herbeizurufen. Ihr Trommelrhythmus wird die Brücke freigeben.
Jumbo-Zauberer. Ja, das will. Du möchtest, dass wir ein Kampflied trommeln? Wir tun alles für Königin Elissa. Unsere Trommeln werden euch den Weg frei machen. Ich denke, trommelt jetzt. Guck mal, wie sie da stehen. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp, tipp. Ihr seid ja voll der krasse Verein hier. So, Königin Elissa, jetzt kann getrommelt werden. Es rührt mein Herz, sie spielen doch gar nicht. Zu hören. So viele Jahre sind vergangen. Morgantes Schergen haben mein Grab geplündert, um meine Konzentration zu schwächen. Sie führen sicher nichts Gutes im Schilde. Und mein eigener Schutzzauber hindert uns daran, in mein Grab zu gelangen. Wenn du aber meine Grabbeigaben zusammensammelst, die diese Unholde in die anderen Gräber hier auf dem Friedhof verschleppt haben, werden sie mir genug Kraft verleihen, um uns den Weg frei zu machen. Besuche die kleineren Gräber hier auf dem Friedhof und kämpfe gegen Morgantes Diener um meine Armreife, mein Gewand, meinen Ring und meinen Zahnschmuck zurückzugewinnen. Habt ihr gesehen? Dafür gibt es 35.000 Erfahrungspunkte. Übrigens, auf der Gamescom. Ah ja, lecker. War ich auch bei Gameforge, hab da was über Orcs Must Die Unchained und Hex mir angeguckt und mir was erzählen lassen und so. Ich habe aber auch den Junior-PR-Manager auf Wizard 101 angesprochen. Konnte mir leider nicht viel zu sagen. Aber angeblich, mal gucken, ob es wirklich passiert, wird sich jemand mit mir in Verbindung setzen wegen Wizard 101. Ob man da mal irgendwie was bekommen kann, was ich euch vielleicht an euch verlose oder verschenke. Irgendwie ein bisschen Merchandising. Mal sehen. So. Mal gucken, ob es klappt. Ne? Das ist jetzt mal nur so in den Raum gesagt. Ich habe mich schon oft bei Gameforge gemeldet, deswegen. Mal haben sie geantwortet und dann ist irgendwie doch alles wieder im Sande verlaufen. Schade. So. Finde Aderpeitschklinge. Jetzt ist die Folge fast zu Ende. Das ist ein bisschen schade. Ach, ich war ja eigentlich auch noch an den Handwerker-Quests dran, ne? Ja, habe ich mich jetzt gar nicht drum gekümmert, natürlich. Ich habe nach wie vor wenig Geld, nur... Was habe ich denn da, um es zu verkaufen zu können? Kappe der kalten Nächtel... Strahlende Toga, das kann ich eh nicht... Uniform des Wakefinders. Das sind so Kleinigkeiten. Naja. 51 von 150. Das heißt, es ist noch nicht wirklich viel dazugekommen hier. Naja. Ja, wird dann noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt gerade auch keinen Bock, mich um meine Handwerker-Quest zu kümmern. Deswegen macht es auch keinen Sinn, in den Bazar zu gehen. So, na gut, dann ist die Folge jetzt zu Ende. Ich habe wieder viel gelabert und eigentlich nur wenig gemacht. Aber ich weiß ja, dass hier viele dabei sind, die kommen damit klar. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr zuseht, dass ihr, na, wenn ich jetzt sage, mir die Stange haltet, dann ist das so ein bisschen, es klingt mir zu versaut. Einfach danke, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.